so heiß. But I'm so frustrated. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Mein Name ist Sophie und wir gehen heute zusammen auf den CSD in Köln. Ich freue mich so sehr, oh mein Gott. Der CSD in Köln ist für mich einfach wie nach Hause kommen. Ich liebe es da so sehr. Und heute ist es endlich wieder soweit. Wir sind wahrscheinlich nur heute da. Heute ist Samstag. Heute ist dieses Streetfest. Ob wir morgen zur Demo da sind, das wissen wir noch nicht. Das gucken wir so spontan. Aber ich habe noch so 50 Minuten ungefähr Zeit, muss noch meinen Nagel einmal fixen, weil ist mir kaputt gegangen. Aber ich wollte euch einmal kurz ein What's in my Pride Bag machen, weil man hat natürlich seine Essentials für den CSD und die wollte ich einmal mit euch teilen. Ich benutze natürlich diese Regenbogentasche, was auch sonst. Und ich zeige euch jetzt, was hier drin ist. Auf jeden Fall erstmal Trick 17. Ich habe in der Tasche noch eine Tasche und die ist so um die Henkel herum. Man kann sie halt dann einfach nicht so klauen. Deswegen, ne? Ihr versteht, was ich meine. Aber in dieser Tasche sind alle wichtigen Sachen drin. Handy, Ausweis. Dann geht's weiter mit den Essentials. Ein Deo. Weil, ne? Ach ja, für heute ist übrigens auch noch so eine Hitzewarnung. Also es kann bis zu 38 Grad oder so, hatten sie gesagt, werden. Deswegen, ja, die Sachen werden Sinn machen, die ich hier eingepackt habe. Ein Fächer. Immer. Leute, ihr braucht einen Fächer auf dem CSD, aber man kann da auch Fächer kaufen und die sind dann natürlich amok teuer. Dann auch wirklich ein Essential. Ohne die geht's nicht. Herzchen, Sonnenbrille. Ganz important. Portemonnaie. Ich habe dieses hier wegen Naruto, weil ich, ja, Naruto. Dann Taschentücher, auch ganz wichtig. Glitzer auch sehr wichtig, damit man auch alle Menschen um sich herum beglitzern kann. Dann habe ich hier eine Medikamententasche. Da ist ganz viel Dexo Energy drin, OBs. Dann haben wir Ibuprofen, Buscopan und Dolomin für Frauen. Dann Sonnencreme nochmal, 50+. Ein Haargummi, noch mehr Taschentücher. Und ein Sonnenhut. Und auch ganz wichtig, Blasenpflaster. Ja, das sind auf jeden Fall meine Pride Essentials. Ich nehme auch noch eine Flasche Wasser mit. Die habe ich jetzt nicht hier, weil die noch im Kühlschrank ist. Ich mache meinen Nagel jetzt hier noch fertig. Zeige euch dann einmal mein Outfit. Und dann müssen wir auch schon los. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Oh mein Gott. Ich warte jedes Jahr immer, sobald es vorbei ist, warte ich wieder drauf, bis ich wieder hin kann. Deswegen, ja, ich freue mich so. Bis gleich. So, hier ist nochmal mein Outfit. Das sind die Schuhe. Ich hoffe, ich bereue nicht, diese Schuhe angezogen zu haben. Aber die sind bequemer, als sie aussehen. Die sind wirklich sehr gemütlich. Und dann Rock, Top, weil es wird so heiß, dass ich versucht habe, so wenig wie möglich anzuziehen. Und so ein Gürtel noch. Das ist der Look. Und wir gehen jetzt los. Hast du dein Blasenpflaster mit? Ja. Boah. Nach 5000 Millionen Jahren haben wir es geschafft, sind in Köln angekommen. Ach, es ist so heiß, wir schwitzen. Es ist so heiß. Carbosch ist auch am Start. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, wir versuchen jetzt die Party zu finden. Wir sind auf jeden Fall da. Es ist heiß. Wir haben schon eine Fotosession hinter uns. Aber wir laufen da jetzt erstmal hin und dann gucken wir mal, was so abgeht. Wir haben uns jetzt an den Rhein gesetzt, machen kurz Pause. Wir sind einmal drüber gelaufen, es ist brechen voll. Erst dachten wir so, oh, ist ja gar nicht so voll und dann auf einmal kamen alle Menschen. Dann haben wir gerade gesehen, dass es einen Frittenwerkstand gibt und da wollen wir gleich was essen. Aber erstmal
Pause und was trinken, weil es ist wirklich sehr warm. Freunde, wir haben gerade genau 8 Uhr. Ich bin seit 7:30 wach, habe mich schon in Sonnencreme gebadet, habe mein Outfit schon an. Ich habe eine ganz weirde Frisur. Ich habe mir wieder versucht, Sockenlocken zu machen, aber mit so einem Bademantel-Ding. Mal sehen, ob das jetzt was geworden ist. Ich weiß es nicht. Falls nicht, mache ich meine Haare einfach hoch. Wir machen heute noch Day 2. Wir haben ja gesagt, wir gucken mal spontan, ob wir fahren oder nicht. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir doch fahren, weil gestern hat echt Spaß gemacht und dann hatten wir richtig Bock, nochmal heute hinzugehen. Und deswegen machen wir das auch. Ich brauche jetzt aber erstmal ganz dringend Kaffee und irgendwas zu essen und Wasser. Mein Mund ist so trocken. Obwohl wir echt darauf geachtet haben, so viel Wasser zu trinken. Das Gute ist ja, die haben da auch immer diese Stände mit Gratiswasser und so. Und Rewe hatte die ganze Zeit auf. Deswegen, das war auf jeden Fall gut. Ich muss mein Make-up jetzt schnell machen, Kaffee trinken, Wasser trinken und dann geht's wieder los. In Sonnencreme 50 gebadet, weil es ist ja wie gesagt immer noch diese Hitzewarnung, aber es soll heute den ganzen Tag auch Regen geben. Gestern war ja dieses Street Festival. Ja, auf jeden Fall hätten wir gerne mehr von dem DJ gehabt.
Weil der war so cool, der hat so gut Musik gespielt und der war so süß, weil der selber so viel Spaß dabei hatte. Das war richtig, ich war die ganze Zeit so, oh, wie süß ist er denn? Er ist halt richtig abgegangen, er hat es halt richtig gefeiert und die Musik war richtig gut. Also der hat auch so High School Musical auf einmal gespielt und der hat richtige Banger da rausgehauen und die natürlich so mit so Elektrobeats gemixt. Aber es war richtig gute Musik. Das war echt schön. Auch mit unserer Truppe. Wir hatten richtig viel Spaß zusammen und Carmen sehe ich ja auch nicht so oft. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie dabei war. Und ich freue mich jetzt sehr auf Tag 2. Ich beende jetzt mein Make-up noch und dann sehen wir uns gleich, wenn ich gucke, ob das hier was geworden ist. Ich weiß nicht. Seht ihr da? Jetzt ist die nächste da. Warum die Locken hier nie halten, aber hier richtig geil werden. Also die Seite ist wieder so schön geworden. Aber was ist das? Hier ist so gar nichts. Und hier ist richtig schön. Oh Mann. Ja, ich mache mir die eh so. Deswegen ist scheißegal. Ist okay geworden. Aber das nervt mich, hier ist eine komplett glatte Strähne. Yes. That's it. Zack. So. That's the look. Bis gleich, wir sehen uns im Auto. Und... ja, bis gleich. So, wir sind angekommen. Ich habe noch kein... wir sind angekommen. Und mir ist aufgefallen, ich habe noch kein Outfit gezeigt. Deswegen muss ich das kurz machen, Freunde. Das ist mein Outfit heute in Casual unterwegs. Mit den neuen Schuhen am Stüssel. Hier haben wir Carmens Outfit. Auch wieder richtig fresh unterwegs. Hier haben wir Sarahs Outfit. Sie ist wie immer eine Basic Bitch, aber sie hat Regenbogensocken. Ja, wir lernen eine Rainbow Basic Bitch. Sie ist auch fresh unterwegs. Wir sehen heute wieder hot as fuck aus und so, wir waren jetzt noch bei Starbucks. Ich habe mir so einen Pink Coconut Refresher gegönnt. Der ist richtig lecker. Und jetzt suchen wir uns mal eben Platz irgendwo im Schatten, um dann die Demo anzugucken. Würde ich sagen, ja, bis gleich, Freunde.
Unwetterwarnung, wir müssen alle das Gelände räumen. Wir müssen gehen, es ist eine Unwetterwarnung. Aber ich habe Eis, es schmeckt lecker. Aber die Veranstaltung wird abgebrochen. So Freunde, ich komme gerade aus der Wanne, habe mich eingecremt, habe mir eine Maske drauf gemacht und liege jetzt im Bett und bin einfach nur fertig. Aber ich dachte, ich mache nochmal einen kurzen CSD-Recap. Ich muss sagen, wir hatten so ein Glück bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Wetter, weil es war ja so eine krasse Hitzewelle angesagt und wir haben uns halt so Sorgen gemacht, dass wir da alle irgendwie einen Sonnenstich kriegen. Wir hatten, glaube ich, so 33, 34 Grad, aber es war halt wolkig. Also es war die ganze Zeit wolkig und zwischendurch, vor allem heute, halt immer so ein leichter Wind. Und dadurch ging es halt echt. Also wir waren nass geschwitzt, es hat alles geklebt, aber dadurch, dass man halt diese stechende Sonne nicht hatte, war es echt super auszuhalten. Und da hatten wir wirklich so ein Glück, weil es war ja wirklich diese krasse Hitzewarnung und wir dachten schon so, oh Gott, wie soll das werden? Heute waren wir dann halt an der Demo. Wir hatten auch mega Glück mit unserem Platz. Ich wollte da jetzt nicht so krass vloggen, weil es waren halt noch andere Freunde von einer Freundin mit und ich kannte die halt nicht. Und da dachte ich mir so, ach, das ist so das erste Mal, dass ich die so sehe. Und dann habe ich mir wieder so viel zu viele Sorgen gemacht, was andere über mich denken und dachte so, oh, das ist mir jetzt zu unangenehm, so richtig so offensichtlich vor denen zu vloggen. Weil ich dachte mir so, oh, dann denken die sich auch, was das denn für eine. Also ich weiß nicht, ich habe da manchmal noch so voll die Blockade, was ich jetzt voll bereue, weil ich hätte da euch gern den Platz gezeigt, den wir gefunden hatten und so. Aber ja, wir hatten halt einen richtig guten Platz und zwar standen wir direkt beim Rewe Silke. Ja, Rewe Silke. Alle Kölner wissen vielleicht jetzt Bescheid. Das ist der neben L'Osteria. Und da standen wir und es war halt, da sind halt so Bäume und es war halt Schatten. Das heißt, selbst als die Sonne geballert hat, waren wir im Schatten und wir standen halt ganz vorne an der Straße. Wir waren mitten an der Parade. Aber irgendwann, also wir standen da wirklich stundenlang und diese Demo ist halt unendlich lang. Ich glaube, ich habe sie noch nie ganz gesehen, weil es teilweise wirklich 5 Stunden sein können. Und wir hatten halt irgendwann, ich glaube, nach so 3, 4 Stunden, die wir da standen, hatten wir halt echt Hunger und Durst. Und deswegen sind wir dann was essen gegangen. Und da waren zum Glück auch überall so Trinkwasserstände, wo du halt gratis Wasser bekommen hast. Und da haben wir uns halt auch gratis Wasser dann geholt und haben dann gegessen. Und dann haben wir halt schon gesehen, während wir gegessen haben, dass der Himmel sich extrem zugezogen hat. Also wir haben halt schon die ganze Zeit den Himmel beobachtet, weil wir uns so dachten, wir wollen jetzt wirklich nicht in den Unwetter kommen, weil ich habe halt auch echt Angst vor Gewitter und ich hatte richtig Respekt, weil halt auch schon so eine Unwetterwarnung wieder rausgegangen ist. Aber wir dachten so, ja, vielleicht zieht es ja über uns hinweg, vielleicht haben wir Glück. Aber dann haben wir halt, während wir gegessen haben, schon gemerkt so, das sieht alles ein bisschen dunkel aus. Ich glaube, es war so 17 Uhr. Ich habe nicht so oft auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, es war so 17 Uhr. Und der Himmel hat sich halt extrem schnell zugezogen. Und auf einmal kamen halt auch so richtige Orkanböen. Also wirklich so ein heftiger Wind. Und dann hat es auch so aus dem Nichts angefangen zu regnen. Und das ist passiert. Also der Regen, also es kam halt erst so Wind und dann haben wir gemerkt, okay, als der Wind echt stark wurde, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt. Aber ich wollte halt unbedingt noch so ein Eis haben. Dann sind wir halt zu diesem Eisstand gegangen und ich habe mir dann dieses Eis geholt und während ich das ausgepackt habe, haben wir halt die Durchsage gehört, dass ja, der CSD jetzt vorbei ist, das Gelände geräumt werden muss, wegen der Unwetterwarnung und dass bitte alle ganz ruhig und ohne Panik das Gelände verlassen sollen und dass wir nicht unter Bäume gehen sollen, dass wir Schutz suchen sollen. Ja, dass wir aufpassen, dass wir nicht der höchste Punkt sind. Und ja, das war dann halt so, dass wir dann so dachten so, okay, jetzt müssen wir hier los. Wir sind zum Glück mit dem Auto gefahren, weil wir mussten halt zum Parkhaus durch, den Bahnhof durch und oh mein Gott, es war so schlimm. Es war so brechend voll. Ich bin so glücklich, dass wir mit dem Auto gefahren sind, weil boah, in diesen Zug dann auch noch. Nee, oh mein Gott. War dann vorbei. Die Stände haben alle wirklich instant zugemacht. Und dann ging es halt auch los mit Regen und Sturm und so. Und wir sind halt direkt gefahren.
Und wir hatten halt echt Glück. Wir hatten einmal nur ganz kurz Starkregen auf der Autobahn. Ansonsten sind wir wirklich ohne irgendwie groß Unterbrechungen durchgekommen. Wir hatten einmal wirklich dieses kurze Gewitter. Das waren aber wirklich nur ein paar Minuten. Das war überhaupt nicht schlimm. Und ansonsten sind wir, glaube ich, echt vom Unwetter weggefahren. Da ist ja die Sicherheit geht natürlich vor. Und mir war das auch zu unsicher, als ich gemerkt habe, wie windig das wird und wie dunkel der Himmel wird. Und ich... Da wollte ich sowas auch selber nicht riskieren. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass die Veranstalter so schnell reagiert haben, dass man da nicht das zu lange herausgezögert hat, sondern wirklich für die Sicherheit gesagt hat, nee, es geht leider nicht. Ich bin natürlich ein bisschen sad. Ich hätte auf jeden Fall gern noch gefeiert und getanzt und so. Aber allgemein sonst war der Tag echt schön. Die Demo war auch richtig schön. Ich hätte auf jeden Fall gerne noch ein bisschen die DJs mitgenommen und ein bisschen getanzt. Aber sonst war der Tag richtig cool. Generell der CSD dieses Jahr war richtig cool. Wir hatten alle richtig viel Spaß. Super Glück mit dem Wetter, außer jetzt natürlich dieses Unwetter. Weil ich glaube, keiner von uns hat irgendwie Sonnenbrand oder Sonnenstich oder sonst was mitgenommen. Aber ja, es war richtig schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt richtig kaputt, oder? Wie geht's dir? Ich bin so fertig. Sie sagt auch, sie ist fertig. Die Kinder schreien vor der Tür schon wieder. Aber ich beende dieses Video an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Und gute Nacht.